Die Matzko und ich, wir schwenken jetzt die grüne Fahne des Vegetarismus und prüfen, wie folgende Worte zusammenpassen oder wie gut folgende Worte zusammenpassen, nämlich vegetarisch, gesund und Kochkunst. Absolut, wir sind zu Gast bei Prinz Mischkin. Das ist kein alter bayerischer Landadel, sondern eines der ältesten vegetarischen Restaurants der Stadt München. Ist 1984 eröffnet worden. Und ich erinnere mich noch gut, ich war damals 5, damals bestand vegetarisches Essen im Wirtshaus aus dem Beilagensalat oder Spätzle mit Soße oder Pommes. Oh Gott, ich hab Hunger. Komm jetzt rein. Ich sag nur, unterschätzen Sie nie die Strahlkraft eines ordentlichen Buffets. Das da hinten in der Vitrine, das sind die Zutaten fürs vegetarische Sushi. Und wenn Sie mich jetzt da abladen, reinrollen, verspreche ich Ihnen, kann ich mich schon so beschäftigen. So 2 Stunden oder 3 oder 4. Jahre. Ich sehe dich sehr schön da im Ingwer. Aber die Karte ist auch nicht ohne. Passen Sie mal auf. Rote Beete Ingwer Kokossuppe. Tofu Stroganoff. Nee. Mit Estragon Wacholdersoße. Sehr köstlich. Oder Mangoldblätter mit Nüsschen. Weißt du schon, was du nimmst? Ich weiß es noch nicht. Ich weiß das, weil ich das Absurde mag. Ich habe eine Pizza entdeckt. Die Pizza heißt Save the Tuna. Das heißt, das ist eine Thunfischpizza ohne Thunfisch. Das stelle ich mir vor, ist für den Koch eine ziemliche Herausforderung. Den Thunfisch allerdings, den dürfte es freuen, weil der darf dann länger im Wasser bleiben. Quatschi, quatschi. Er macht es super. Quatschi, quatschi. Look at this magic. This is Save the Tuna. Ja. Guten Appetit. Dankeschön. Dankeschön. Fangen wir mal an. Save the Tuna. Jetzt bin ich aber gespannt. Also es riecht wie Thunfisch. Ich will mal probieren. Matzko kriegt den ersten Bissen. Und? Schmeckt super. Schmeckt wie Thunfisch. Und ist gar kein Thunfisch. Ich habe hier übrigens einen veganen Himbeerkuchen. Das heißt, in dieser Creme ist weder Milch, also von der Kuh, noch Butter, noch Ei, also keine tierischen Produkte. Wenn Sie jetzt sagen, das ist übertrieben, probierst du? Hm? Wenn Sie jetzt sagen, das ist übertrieben, viele Vegetarier haben sehr gute Gründe, auch auf solche tierischen Produkte zu verzichten. Wir zeigen sie Ihnen mal. Schmeckt's? Hm? Diese Xenius-Sendungen sind ja immer wunderbare Gelegenheiten, um mit meinen eigenen Vorurteilen so ein bisschen aufzuräumen. Für mich waren Tofu ja blasse Würfel, die aussehen wie Schafskäse und schmecken wie Radiergummi. Diese Pizza war hervorragend. Wie machen Sie das denn, um Himmels Willen? Ja, es sind verschieden aufgearbeitete Sojaprodukte, die in einem Prozess veredelt werden, sei es durch Öl, das rausgepresst wird. Das ergibt einen Gemahlen und wird dann ein quasi Presskuchen, der dann weiterverarbeitet wird. Und je mehr man ihn weiterverarbeitet, kriegt das eine andere Konsistenz und kann auch mit natürlichen Aromen dann versetzt werden, dass es ganz bestimmte Geschmacksrichtungen geht. Wie können Sie so kombinieren, dass es tatsächlich nach Thunfisch schmeckt? Das, ist eine Kunst. Wie wir das erlebt haben, schon. Sie haben hier so einen Beutel liegen. Das ist das, was Sie sich hier einfallen lassen, ne? Wir haben halt verschiedenste Marinaden. Das ist, kann aus Chili und Apfel sein oder aus Sojasauce, Reiswein, Essig und oder japanischen Zitronenöl. Mhm. Und damit kann man dann diese Sachen verarbeiten oder beziehungsweise einlegen. Indem man das dann lange ziehen lässt, nimmt es dann wunderbar den Geschmack an. Und was ist da jetzt drin in dem Beutel? Da ist diese Chilisauce. Mhm. Ist da jetzt das Ziel, so sämtliche Fisch- und Fleischsachen durch Tofu zu ersetzen, dass man dann denkt, man isst Fleisch, tut's aber nicht? Also ich finde, es ist ein eigenständiges Produkt. Wir bauen zwar Brücken, wo wir sagen, da kann jemand, der überhaupt noch nichts damit zu tun hatte, irgendwas mit anfangen und dann einfach probieren und sich dann weiterentwickeln in der Speisekarte oder in der Ernährung als solches. Das ist nichts Großartiges, Dogmatisches, sondern einfach nur eine Hilfe, einfach sein Spektrum und das ganze Bild der ganzen Geschichte mal zu sehen. Also am Einfallsreichtum der Köche wird eine vegane Ernährung nicht scheitern. Bleibt aber die Frage, ist eine Ernährung so ganz ohne tierische Produkte wirklich gesund? Zurück in die Küche des Prinz Mischkin, dem vegetarischen Restaurant, in dem Caro und Gunnar heute zu Gast sind. Der Koch verwandelt jetzt den eingelegten Tofu und andere pflanzliche Zutaten zu einem Feinschmeckermenü. Jahrelang hat man gedacht, der Vegetarier ist ein anämisches, spaßfreies, blasses, unterernährtes Ding. Aber
Hier ist keiner unternährt, definitiv nicht. Was auch an diesem wahnsinnigen Essen liegt. Irre, oder? Wir haben gerade vom Chef höchstpersönlich noch einen Nachschlag bekommen. Macht aber nichts, kann man ja gerne noch eine Portion mehr essen, weil vegetarisches Essen schadet ja nicht den Tieren. Und jetzt kommt der Knaller. Ist das sogar auch gut für die Umwelt? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, mit den Spargel.